Oper und Champagner, passt das zusammen? Natürlich. Es ist ständig, schon, ja, es ist ständig auch. Rossini ist ganz Champagner, finde ich. Ja. Und Libiamo natürlich, wie bei Rigoletto. Oh, hey! Bei Treviato. Champagner ist immer, wenn es hoch und runter geht, ja, ne? Ja. Ja. Komm, hier. Zack. Zack, so, jetzt. Oh mein Gott. Oh, jetzt aber. Entspannt. Jetzt wird es gemütlich. So. Olga Periatko, ich nehme das wieder sehr zum Wohl. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das trinken wir erstmal, ne? Und entspannen uns. Na, ja, es geht so, ne? Gut, ja, süß. Sie werden das aber schneiden können, oder? Ja, wir schneiden das. Ja, dann Product Placement und so weiter. Das ist total egal. Okay. Diese letzten Jahre für Sie, die müssen doch Wahnsinn gewesen sein, oder? Ja, wenn ich also. Ich versuche mal nicht daran zu denken, weil wenn ich du einfach denkst, okay, jetzt ich bin bei Echo Preisverleih und ich muss singen und es ist so was von wichtig und es macht dich total kaputt. Also je weniger du denkst, desto besser. Das heißt nicht, dass alle Sänger dumm sind. Nee, wirklich. Aber man muss wirklich dein Gehirn abschalten können. Und ich mache das schon mit Spaziergang oder mit Yoga-Unterricht, Atem oder keine Ahnung was. Viele Sachen. Lesen zum Beispiel, wirklich abschalten. Ist das die Grundvoraussetzung beim Singen, dass man erstmal leer ist, um etwas zu gestalten, wie beim Künstler mit einer weißen Leinwand, damit man was draufmalen kann? Ja. Und vor allem, ich versuche mal weniger zu reden, aber nicht, dass es Stimmbänder schlecht tut, aber es zerstört total. Deine Energie ist weg und du sprichst, quatschst und das ist, es ist nicht gut. Ich konzentriere mich lieber und dann wir machen alle möglichen komischen Sachen. Aber ist das so, dass sozusagen die Welt da draußen die Realität stört, um nachher Violetta, um nachher Rossini, um nachher eine neue Welt zu schaffen? Ich glaube, das ist persönlich, aber bei mir ist es so, dass ich möchte gerne allein bleiben. Ich gehe mal nicht mal aus meinem Zuhause raus. Ich bleibe die ganze Zeit da, mache ruhige Sachen, esse mein Fleisch. Und dann wird alles. Ist dein Fleisch? Ah, ich esse grundsätzlich Fleisch vor der Vorstellung. Ja. So, Vegetarier, nimm das! Entschuldigung, ja, ich möchte gerne, weil ich Yoga mache und solche Sachen, aber ich kann das nicht. Ich singe besser nach dem Fleisch. Es ist wahrscheinlich nur hormonell, keine Ahnung. Neulich habe ich irgendein Interview gesehen, da hat eine Sängerin gesagt, ich muss immer hungrig sein, wenn ich singe, weil ich muss meinen Magen knurren. Das heißt nicht, dass ich jetzt 15 Minuten vor der Vorstellung das essen werde. viel Arbeit. Ja, aber so 3-4 Stunden vor der Vorstellung schon. Ja. Am besten ist sozusagen in einem ganz ausgewogenen Verhältnis zu sich selbst zu sein. Und was passiert dann? Dann weißt du, Orchester spielt schon, Ouvertüre. Und ich vergesse meinen Text. Das ist wunderschön. ist das echt immer Angst? Ja, schon. Und noch nie passiert? Passierte schon, ich mache andere Wörter, weil ich auch Italienisch spreche und niemand wird das wahrscheinlich merken, aber für mich ist es ein Horrorshow, Albtraum, schrecklich. So, gehen wir weiter, so, dann ist der Vorhang auf, du gehst aus der Seitengasse auf die Bühne. Ich stehe sogar sofort auf der Bühne. Du bist in einer anderen Welt plötzlich? Ja, total, total. Ich muss aber nicht vergessen, dass ich doch ein bisschen Olga bin. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich muss mich wirklich trennen von dieser Welt. Ich muss verstehen. Auch verrückt werden, wenn man immer sterben. Absolut. Ich muss unbedingt wissen, dass es nicht die Olga, die stirbt oder verrückt wird wie Abba Luce de la Mermur, das ist die Violetta, das ist die Gilda oder was auch immer ich da singe. Und das ist auch wahr. Gleichzeitig muss es glaubhaft sein. Jeder muss denken, die Frau, die da steht, muss jetzt sterben. Total. Aber es ist nur solche technische Sachen, die müssen probiert werden und ja. Okay, viel spannender ist, der Vorhang fällt runter. Und dann bist du wieder Olga. Ja. Und dann gibt es auch Champagner. Oder Rotwein. Oder Rotwein. Dann sagen wir nochmal Prost. Vielen herzlichen Dank fürs Singen. Danke. Es war eine Freude. Danke. Ja? Meine Freude. Tausend Dank. Danke.